the decision to make this film Lieber wäre ich Mörder based on one protagonist, on Maria Remmel. She is the therapist, the woman whose work is to make sure that people who've been in jail or in psychiatry find their way back to society. So the research started with her. I met her at a birthday party, and I was very impressed by the way she talked about her job and talked about what she does and how clearly she stated that she's not at all interested in the victims, for example, and was able to defend this position that that she right from her childhood always was interested in the word evil. She told me that she grew up in a very small village, Catholic and very fundamentalistic in a way, and always this word evil was in her mind, and she made it her job to find the human, the soul behind this this word, this pure word. And right from that point, it was not that difficult to find a sexual offender, the second protagonist, and persuade him to be part of the film. But what was really very, very difficult was the bureaucracy. So although right now he is a free person and lives in his own flat and does not have to be in jail anymore, he's not really free, because there are the hospital, the psychiatry, the ministry, all of those bureaucratic monsters have to say yes, it's okay, and have to subscribe some tons of paper. Sie braucht mich bloß anschauen, sie braucht meine Gestiken sehen, um zu wissen, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Also ich kann mich bei ihr sicherlich nicht verstellen. Ich weiß, wie sie aussieht. Ich weiß, welches Auto sie fährt. Ich weiß, dass sie hier in Berlin wohnt. Im Ostteil. Ich weiß, sie hat einen Sohn. Das ist alles, was ich weiß. There was one condition, one thing I had to promise him is that his closer environment and the people in his part of the city would not be able to identify him at a first view. So what we promised him is that we, for example, changed his real name. So Ralf Schulze is not his real name, and changed something of his outer appearance. So it's this guy you see in the movie is the real protagonist, is a sexual offender, but we changed some details in his outer appearance. So this was what he wanted us to promise and what we did. Ich denke schon, dass ich ihm was wert. Alleine aus dem Grund, dass ich einfach ein beständiger Faktor in seinem Leben bin, seit 8 Jahren. In guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin ein Teil seines Lebens. Er natürlich auch ein Teil meines Lebens. Also er ist intelligent. Und er ist durchaus liebenswert. Yeah, it was not that difficult to get in contact with him, and yeah, it does not take that long to see that this is also a human being, is also a product of his own civilization, and also a man whose life could have become different under other conditions. And yeah, you see a soul behind him. Also, of course, has very egomaniac behavior, and you always are not sure if he really deeply regrets what he's done because he feels sorry for the victims, or if he deeply regrets what he's done because he has destroyed a big part of his own life. So yeah, it's always this both-hearted perspective. But this is something I thought was very, very interesting for me with my young naivety. Mein Vorschlag wäre ja, wir gehen einfach mal irgendwo zusammen essen in ein Lokal, ja? Restaurant. Können wir ja auch drüber reden. Mit oder ohne Schild? Wie? Mit oder ohne Schild? Na, soll ich mir das Schild, ich bin Sexualstraftäter, gleich umhängen? Oder soll, ja, ich das, soll ich das erst umhängen? Das wäre ja meine... Na, jetzt übertreiben Sie. Nein, dabei, es, ja? Nein, es ist ganz einfach so. Ich sehe an mir keine Seite, ach, jetzt die reden die sich wieder toll in eine Ecke, wo man noch mit Müll nach innen schmeißen muss, ja? Ja, man muss nicht, man wirft nach Müll.
Man wirft mit Müll nach mir. Spätestens zu dem Zeitpunkt, wo man dann wissen wird, was ich getan habe. Und da brauchen Sie mir jetzt gar nicht versuchen, mir das Gegenteil zu überzeugen. Sie brauchen bloß unsere Medien sich anzugucken, Sie brauchen bloß Radio hören, Sie brauchen bloß Fernsehen sehen. Da wissen Sie ganz genau, wie man mit Sexualstraftätern in der Gesellschaft umgeht. Sie wissen ganz genau, dass die Gesellschaft zu 99% eben nicht in der Lage ist, zu differenzieren.